Hallo ihr Lieben, heute häkeln wir gemeinsam ein Kleid. Ich habe dies in meiner Größe gehäkelt. Ich lege das mal ein bisschen aus. Es sind drei Farben ineinander gemixt. Und wir häkeln heute, wie ihr seht, habe ich das noch gar nicht rausgemacht, seht ihr? Und wir häkeln das heute für die Kinder. Und ich erkläre euch dann, wie viel Luftmaschen ihr für S aufnehmen müsst, für M und für L. Oder auch höher. So, dazu brauchen wir einen Bobbel. Meine Tochter hat sich diesen ausgesucht. Der besteht aus Hellblau und Petrol. Sie möchte so ausschauen wie die Eiskönigin. Ich versuche natürlich das Beste draus zu machen. Dieser Bobbel, der hat 170 Gramm, circa 800 bis 850 Meter, mit Helbler und Riviera. Und wenn ihr so einen Bobbel kaufen möchtet, den gibt es in Yves Wollparadies zu kaufen, also www.yveswollparadies.com. Da gibt es auch andere Farben, solche, aber die kennt ihr ja alle. Oder solche, das ist jetzt zum Beispiel mein Lieblingsbobbel. Wenn ich den sehe, könnte ich den sofort wieder mit verarbeiten. Aber weiter jetzt zu unserem Kleid. Dazu brauchen wir eine Häkelnadel. Ich nehme die Häkelnadel 3. Es steht nicht drauf, aber es ist eine 3er. Ihr könnt auch eine 3,5 nehmen. Dieser Bobbel ist dreifädrig. Es gibt auch vierfädrige, aber der ist dreifädrig mit einem blauen Lorexfaden verbunden. Dann beginnen wir mal. Wir häkeln jetzt erstmal eine Luftmaschenkette und für die Kinder von 4 Jahren häkle ich ca. 140 Luftmaschen. Für eine Größe S häkeln wir 180 Luftmaschen. Für eine Größe M häkeln wir 210 bis 220. Das könnt ihr euch dann auch anlegen. Das zeige ich euch dann hinterher auch noch. Und für eine L nehmt ihr 250 Maschen auf. Braucht ihr größer, nehmt ihr immer ca. 30 Maschen mehr auf für die nächste Größe. Also jetzt häkle ich erstmal 140 Luftmaschen und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Bis gleich. So, wir haben jetzt diese Luftmaschenkette erreicht. Ich habe, wie gesagt, für meine Tochter 140 genommen. Die wird jetzt fast 5 Jahre. Ich nehme die Nadel jetzt mal hier raus, stecke sie jetzt hier hinten rein, ziehe diesen Faden mit meinem Finger einfach so ganz durch. Ihr seht, das dreht sich ja dann nicht. Das ist ja, diese Maschenkette bleibt ja so, wenn ihr die festhaltet. So, dann nehmt ihr euren Faden, eure Nadel, stecht hier rein, es geht ja auch ums Drehen, und zieht einmal durch. Und wie ich sehe, habe ich jetzt hier natürlich da. So, und zieht einmal hier durch. Und jetzt dürfte es eigentlich keine Wicklung sein, manchmal verdreht man sich da ja immer. Wir häkeln jetzt ganze Stäbchen weiter. Ich häkle zwei Luftmaschen, nehme den Faden und steche hier vorne in die erste Masche vorne rein. Und häkle 1. Und dann wieder hier oben rein und häkle das zweite Stäbchen. Habe ich jetzt Luftmaschen gesagt? Nee, ne? Oder doch? Nein, zwei Luftmaschen und dann immer die ganze Runde Stäbchen. Und wenn ich das jetzt so sehe mit diesem Glitzerfaden, das sieht, glaube ich, auch Hammer aus, wenn es dann ganz fertig ist. Also wie gesagt, sollte es die Bobbel in dem Yves Wollparadies nicht geben, dann ist daneben, glaube ich, auch ein Merkzettel. Dann schreibt diesen Yves Wollparadies an, schickt eine Mail und der Bobbel wird dann für euch fertig gemacht. Ihr könnt dann auch sagen, ob dreifädrig, vierfädrig oder fünffädrig, wie viel Gramm, wie viel Meter. Das wird euch dann in dem Online-Shop dann fertig gearbeitet, also nicht der Online-Shop arbeitet das fertig, sondern die Person, die fertig macht.
So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich melde mich dann in der dritten Runde wieder. Alles Stäbchen. So, bis gleich. Wir haben jetzt die zweite Runde geschafft. Stechen jetzt, hier ist die Luftmaschenkette, stechen jetzt hier vorne rein, holen uns den Faden und häkeln eine Kettmasche. Dann nehmen wir wieder zwei Luftmaschen und wenden die Arbeit. Passt aber vorher auf, egal wie ihr das macht, dass ihr keinen Dreher hier habt. Denn das merkt ihr erst nach der dritten, vierten Runde nachher und dann ärgert ihr euch schwarz. So, jetzt haben wir gewendet und häkeln jetzt zurück wieder Stäbchen. Das heißt, ihr stecht hier oben in das Loch rein und häkelt wieder Stäbchen. So, dann habt ihr das so und könnt immer sehen, dass ihr da ans Loch häkelt. Wenn wir das jetzt so häkeln würden, dann müssten wir immer vor dieses Loch. Aber ich wende meistens. Ist das für mich auch einfacher. So, dann sehen wir uns dann gleich in der nächsten Runde wieder. Ihr häkelt jetzt alles Stäbchen. Faden nehmen und in das Loch einstechen und Faden holen. Faden um die Nadel, in dieses Loch hier rein über das Stäbchen und häkeln. Alles Stäbchen bis zum Schluss. Bis gleich. Wir haben jetzt die dritte Runde erreicht. Ich muss noch ein Stäbchen häkeln. Und häkeln jetzt hier. Hier ist die Luftmaschenkette, häkelt über das nächste Stäbchen. Das heißt, da oben ist das Stäbchen, was danach kommt, oben in die Masche ein und häkelt eine Kettmasche. Dann häkelt ihr 1, 2, 3, 4. 5 Luftmaschen, Faden holen und ihr stecht jetzt in die erste, zweite ein, also die zweite, und häkelt ein Stäbchen. Jetzt häkelt ihr wieder 1, 2 Luftmaschen, Faden holen, 1, 2 in die zweite, ein Stäbchen. Und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde rum. Ich bin aus der Faden gefallen. Also immer 2 Luftmaschen, Faden nehmen bis 12, 1, 2 und in die zweite häkelt ihr rein. So, das häkelt ihr jetzt die ganze Runde rum. Also ihr kennt das Glitzer, weiß ich nicht, ob man das Glitzer so sehen kann, aber das sieht klasse aus. Und den Glitzer merkt man gar nicht, wenn man den häkelt. Der ist wie, als wenn er gar nicht da wäre, das heißt, es kratzt auch nicht. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Immer 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die zweite Masche einstechen. Bis gleich. So, wir haben jetzt auch die vierte Runde erreicht. Hier habe ich noch 2. Jetzt steche ich aber kein Stäbchen hier rein. Ich steche jetzt hier oben rein, wo ich 5 Luftmaschen gehäkelt habe, in die Mitte und häkle eine Kettmasche. So, und somit sind die alle jetzt kleine Vierecke. Jetzt häkelt ihr 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, nehmt den Faden und stecht einmal hier in das Loch rein und häkelt ein, sorry, Faden doppelt nehmen, Entschuldigung, Faden doppelt nehmen und hier einstechen. Dann häkelt ihr 1, 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen, ein Stäbchen häkeln, Faden doppelt nehmen und ein zweites Stäbchen häkeln. So. Dann häkelt ihr 1, 2, 3 Luftmaschen. Nehmt den Faden doppelt, lasst dieses Kästchen aus und häkelt jetzt hier 2 Stäbchen. Stäbchen, hupsala. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen dazwischen, Faden nehmen und wieder 2 Stäbchen. Wie gesagt, ich versuche immer so einfach wie möglich diese Muster zu häkeln. Die kennt ihr vielleicht auch, aber viele können eben halt es nachher nicht so verbinden und somit versuche ich es für euch auch so einfach wie möglich zu machen.
Drei Luftmaschen dazwischen, Faden doppelt nehmen, ein Kästchen freilassen und in das zweite Kästchen zwei Stäbchen. Faden doppelt nehmen, einmal, zweimal, dreimal und zwei Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und nochmal dort einstechen. So, das häkelt ihr jetzt die ganze Runde durch. Dann sieht das so aus und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Wir haben jetzt die fünfte Runde erreicht. Ich häkle jetzt zum Schluss nach diesen Stäbchen noch drei Luftmaschen und steche jetzt hier vorne einmal rein, also zwischen diese zwei Stäbchen steche ich einmal rein und häkle eine Kettmasche. So, dann ist das zusammen. Dann häkeln wir wieder 1, 2, upsala, 3, 4 Luftmaschen, Faden zweimal drumherum wickeln, ein Stäbchen. Die Luftmaschenkette zählt auch als Stäbchen gleich mit. Dann wieder 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder dasselbe wie in der Vorrunde, 2 Stäbchen hintereinander. Man nennt sie halt Doppelstäbchen. Nicht, dass sich nachher einer beschwert, dass ich das wieder falsch ausgesprochen habe. So. Dann häkeln wir jetzt 2 Luftmaschen danach. Stechen jetzt hier, wo die 3 Luftmaschen davor gehäkelt wurden, hier einmal rein. Häkeln eine feste Masche, 2 Luftmaschen. Faden doppelt nehmen und wieder 2 Doppelstäbchen häkeln. 1, 2 und 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. 1, 2. Dann 2 Luftmaschen, hier wieder dazwischen, wo die 3 Luftmaschen vorhin gehäkelt wurden in der Vorrunde, Faden holen, eine feste Masche häkeln und wieder 2 Luftmaschen und wieder Stäbchen 2. Das macht ihr jetzt die ganze Runde. 2 Doppelstäbchen. Immer da in dieses, ich sag mal, in dieses Herz rein. 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und nochmal 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen und wieder zwischen die 2 Herzchen eine feste Masche häkeln und 2 Luftmaschen. Und dann kommen wieder die Stäbchen. So, das häkelt ihr jetzt die ganze Runde durch. Bis gleich, ihr Lieben. Wir haben die Reihe 6 erreicht. Häkeln zum Schluss nochmal 1, 2 Luftmaschen. Stechen hier wieder unten rein. Das letzte, eine feste Masche, 2 Luftmaschen. Und stechen jetzt wieder zwischen diese 2 Stäbchen dort rein. Und häkeln eine Kettmasche. Dann häkeln wir das gleiche wie Reihe zuvor. 4 Luftmaschen. Faden doppelt nehmen. Einstechen zwischen den Stäbchen. 2 Luftmaschen. 1, 2. Faden doppelt nehmen. Und nochmal rein. Und 2 Doppelstäbchen häkeln. Faden zweimal um die Nadel, Faden holen und Doppelstäbchen häkeln. So, jetzt häkeln wir wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und häkeln wie in der ersten Reihe hier Faden doppelt nehmen und 2 Stäbchen. Ich hoffe, man kann es erkennen.
Faden doppelt nehmen und wieder zwischen diese Reihen zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder rein in unser Herz. Eins, zwei, dann zwei, nicht zwei, sondern drei Luftmaschen und Faden doppelt nehmen und wieder in das nächste Herz, in die Mitte, Doppelstäbchen häkeln. Und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde rum. In das Herz zwei Stäbchen, Doppelstäbchen, zwei Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder einstechen. Zwei Stäbchen hintereinander häkeln. Und wieder eins, zwei, drei Luftmaschen und Faden doppelt nehmen und wieder in das nächste Herz hier einstechen. Denkt dran, passt auf, nicht, dass ihr hier dazwischen stecht nachher, da wo ihr die feste Masche gemacht habt. Immer in diese zwei, in die Mitte des Herzes, tschuk, da rein. So, und das häkelt ihr jetzt wieder die ganze Runde durch. Bis gleich, ihr Lieben. Wir haben jetzt die siebte Runde erreicht. Zum Schluss nach den Stäbchen müsst ihr noch drei Luftmaschen häkeln und stecht jetzt wieder zwischen die zwei Stäbchen in der nächsten Reihe rein. So. Ups, seht ihr, war ich ja zu schnell. Noch eine Luftmasche und noch einmal eine Kettmasche. Dann sieht das so aus. Und dann häkeln wir jetzt noch einmal die zweite Reihe, die wir hier gehäkelt hatten. Und dann beginnen wir mit einem neuen Muster. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Faden doppelt wieder nehmen und in das Herz zwischen diese zwei einstechen. Wie gesagt, die Luftmaschen zählen als Stäbchen hier vorne immer. Dann 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und nochmal da rein. So, das habt ihr ja schon in der zweiten Runde von den Herzchen gehäkelt so. Jetzt häkelt ihr 2 Luftmaschen hier in das große Loch unten durch eine feste Masche. 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder daneben in dieses Stäbchen das Herz reinstechen. So, 2 Doppelstäbchen, 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und nochmal da rein. Und 2 Stäbchen häkeln. So, seht ihr ja? Jetzt kommt wieder 2 Luftmaschen und in der vorhergehenden Runde haben wir 3 Luftmaschen da gehäkelt, da häkeln wir jetzt eine feste Masche. 2 Luftmaschen und wieder Doppelstäbchen. Und das macht ihr jetzt die ganze Runde rum. Und dann beginnen wir wieder mit einem neueren Muster. Bis gleich, ihr Lieben. Wir haben jetzt die 8. Runde fast geschafft. Ich muss jetzt noch 2 Luftmaschen häkeln. Hier unten einmal rein eine feste und 2 Luftmaschen. Und dann steckt ihr wieder hier in dieses Herz eine feste Masche jetzt. Jetzt häkelt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Und überspringt jetzt das Mittelteil und steckt da in das Herz eure feste Masche. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5 und wieder in dieses Herz zwischen diese zwei Stäbchen. So. Sieht das so aus und dann macht ihr das jetzt die ganze Runde wieder rum. Bis gleich.
Wir haben Runde 9 erreicht. Ich habe jetzt nochmal 5 Luftmaschen gehäkelt und dann fängt ja hier der Anfang wieder an. Da stecht ihr jetzt, wo ihr hier seht das. Da habt ihr hier die feste Masche gemacht, hier oben, und da stecht ihr auch wieder rein, Entschuldigung, in diese feste Masche am Anfang und häkelt eine Kettmasche. Ja, wenn ich doch mal das Löchlein finden würde, in die feste Masche bitte stechen. Und Kettmasche. Jetzt häkelt ihr. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Hier ist die Luftmaschenkette, da häkelt ihr eine feste rein. So, machen wir ein Zähnchen. Dann häkelt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Dann seht ihr hier, wo das Herzchen ist, die feste Masche, da auch eine feste Masche. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt ist diese Luftmaschenkette hier wieder. Und dazwischen eine feste Masche häkeln. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Und jetzt kommt das Herz wieder. Da in die feste Masche eine feste Masche häkeln. Und das macht ihr jetzt die ganzen Runden rum. Dann habt ihr so kleine Zähnchen hier. Bis gleich. 19, genau, die 10. Runde. Entschuldigung. Ich habe jetzt hier nochmal eine Luftmaschenkette gemacht, das ist der letzte Bogen hier. Und jetzt häkelt ihr einfach immer weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist das Ende. Und der Anfang. Da stecht ihr jetzt einfach in den Bogen rein und häkelt eine feste Masche. Wenn ihr nachher nicht wisst, wo das Ende ist, dann nehmen wir einfach so einen Maschenmarkierer und stecken ihn hier rein. Und dann wisst ihr genau nachher, wenn wir 5-mal die Runden gehäkelt haben, da war das Ende. Der Online-Shop legt euch zu den Bubbles auch gleich welche mit dazu, dass ihr die gleich auch zur Hand mit habt. So, also 5 Luftmaschen und hier ist der Bogen, einfach da in das Loch rein, häkeln. 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5 und wieder in den Bogen und eine feste Masche. So, und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde durch. Bis gleich. Runde 11 haben wir auch erreicht und wie ihr seht, habe ich ja dieses kleine Mäckerchen hier drinnen. Und jetzt häkelt ihr weiter diese Runde wieder mit 5 Luftmaschen und wieder weiter in den Bogen und eine feste. 5 Luftmaschen und eine feste. Am Ende melde ich mich wieder und dann werden wir sehen, wie viele Reihen wir da noch machen. Bis gleich. Runde 11 erreicht und ich häkle jetzt nochmal eine Runde. Das könnt ihr selbst dann auch abmessen. Ob ihr nur 3 Reihen häkelt, 4 Reihen. Das kommt immer darauf an, ob es nachher für euch vielleicht nicht zu breit ist. Also ich häkle genauso, wie ich mein Kleid häkle für meine Tochter. Und ich zeige euch dann dieses Bild, wo man es vielleicht noch ein bisschen verlängern kann. Oder man kann hier oben, wenn man die Größe L häkelt, dieses nochmal doppelt häkeln. Das heißt, die Herzchen häkelt ihr noch einmal dran, dann passt das auch. So, ich häkle jetzt nochmal eine Runde mit 5 Luftmaschen und fester Masche. Und dann melde ich mich in der Reihe 13 dann wieder. Bis gleich. Wir haben jetzt das Ende erreicht. Ihr seht das hier an diesem Maschenmaker. Steche ich jetzt hier vorne einmal rein in die kleine feste Masche. Jetzt häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen am Anfang, Faden holen und steche genau nochmal hier rein und häkelt ein Stäbchen. So,
Eine Luftmasche, Faden holen und in das nächste Löchlein reinstechen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, Faden holen und ein Stäbchen. Dann ergibt das immer dieses V, seht ihr das? Dann eine Luftmasche wieder, Faden holen und in das nächste Löchlein einstechen, ein Stäbchen. Luftmasche und noch ein Stäbchen hier reinstechen. So, dann habt ihr immer dieses V. So, dann erkläre ich euch das jetzt mal ganz kurz. Ups, ich habe ja an meinem Kleid hier zwei Reihen mehr gehäkelt. Und umso größer man eigentlich ist, ich bin ja auch nicht groß, ich habe ja die Größe S, könnt ihr, wenn am Anfang gleich noch mal einmal dieses Muster noch hier dran häkeln. Aber das setzt ihr an, weil das vorne an der Brust, dieses Teil muss immer über der Brust sein. Fehlt da noch was, dann häkelt ihr dieses noch mit dazu. Oder ihr lasst das so und häkelt diese Luftmaschenketten eben halt zu breit. Das ist euch selbst, könnt ihr das entscheiden. Aber ich denke mir mal, das kriegen wir alle hin. So, wo ist jetzt meins wieder? Wie gesagt, ihr häkelt jetzt. Wo ist mein Glitzerfaden? So. Ihr häkelt immer eine Luftmasche. Jetzt kommt wieder das V. Einstechen, Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, einstechen, genau da gleich nochmal rein. Und ein Stäbchen, das ergibt ein V. Das macht ihr jetzt die ganze Runde rum. Bis gleich. Wir haben die Runde 15 erreicht. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr am Ende hier seid, da ist ja die Luftmaschenkette, das sieht man eigentlich nicht, dass ihr da drüber hupst. Da ist die Luftmaschenkette und da stechen wir jetzt genau in die dritte Masche ein und häkeln eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir drei Luftmaschen, Faden nehmen und stecht jetzt in jede Lücke stecht ihr ein Stäbchen. So, Faden nehmen, ein Stäbchen. Faden nehmen, ein Stäbchen. Faden nehmen, ein Stäbchen. Also da, wo die Faust sind, ein Stäbchen. Zwischen den Faust, da, Faden nehmen, ein Stäbchen. Dann kommt wieder das V. Faden nehmen, da ist dieses V, ein Stäbchen. Nach dem V, Faden nehmen, ein Stäbchen, da ist das große Loch. Und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde durch. Bis gleich. Wir haben Runde 16 geschafft. Jetzt sind wir ja hier hinten wieder angekommen, haben noch ein Stäbchen gemacht. Jetzt kommt diese Luftmaschenkette. Da stechen wir jetzt rein und häkeln eine Kettmasche. So, dann häkeln wir jetzt zwei Luftmaschen. Dann ein halbes Stäbchen, Faden nehmen und ein ganzes Stäbchen häkeln. Das haben wir jetzt alles in dieser vordersten Reihe. Jetzt drehen wir das um. Jetzt gehen wir in das nächste Feld rein. Dort Faden nehmen, die Nadel hier vorne rein, Faden holen, ein Stäbchen häkeln. Dann nehmt ihr den Faden, häkelt ein halbes Stäbchen. Das heißt, ihr häkelt wieder hier rein. Genau da rein. Es muss immer ein ganzes Stäbchen, ein halbes und ein. Ne? Feste Masche, ja, genau. Halbes und eine feste Masche. So. Und nochmal. Eine feste Masche. Geht ins nächste Loch, eine feste Masche, Faden nehmen, halbes Stäbchen, Faden nehmen, ein ganzes Stäbchen. Na, komm her.
Das ist so einfach immer mit der Kamera, weil ich habe meine Arme um die Kamera. Seht ihr das? Feste Masche, halbe Stäbchen, ganze Stäbchen, Faden nehmen, ins nächste reingehen, ein Stäbchen, Faden nehmen, ein halbes Stäbchen, Faden nehmen, ins nächste reingehen, Loch, Stäbchen häkeln, Faden nehmen, halbe Stäbchen, also ganz durchziehen und eine feste Masche. So, und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde durch. Die nächste, eine feste. Faden nehmen und nochmal dort rein ein halbes Stäbchen. Faden nehmen und nochmal da rein ein ganzes Stäbchen. Und wir gehen zu der anderen Runde rum. Ein ganzes Stäbchen in das nächste Löchlein. In dieses kommt dann noch ein halbes Stäbchen. Und es kommt eine feste Masche. So, das häkelt ihr jetzt die ganze Runde durch. Bis gleich. Wir haben jetzt das Ende erreicht mit diesen Zähnchen. Ich muss jetzt hier noch eine feste Masche machen. Und dann häkle ich jetzt hier über das Stäbchen eine Kettmasche ein. So, dann haben wir die Runde erreicht und fangen jetzt an, die Ärmchen zu machen. Ihr legt euch euer Endstück, wo habe ich es hier, lege ich mir eigentlich immer in die Mitte. Jetzt finde ich meinen Anfang hier nicht. Da haben wir. So, wenn ihr den in die Mitte macht, dann habt ihr nachher, wenn wir das Kleid machen, wenn ihr das auch richtig genau nachher nach Video macht, habt ihr nachher so einen kleinen Strich. Das zeige ich euch. Der fällt aber nicht auf. Das ist ja normal, wenn man immer wieder mit der Reihe beginnt. Ich glaube, den sieht man gar nicht so. So. Da ist dieser Strich. Deswegen lasst genau hinten. Fangt ihr hinten dann auch an, nachher, wenn wir anfangen. Weil wenn ihr das hier an der Seite erst macht, dann geht das nach vorne. Und dann nach vorne sieht man dann auch diesen Ansatz. Und das wollen wir ja nicht. Also, dann beginnen wir mal. Ich nehme mein Mittelteil genau in die Mitte. Hier, wo wir angefangen hatten. Das lege ich mir jetzt so hin. Natürlich die ganzen Fäden hier alle mal irgendwie beiseite legen. Dann nehme ich mir so einen Maschenmarkierer. Ich mache das immer nach Gefühl. Ihr könnt das an euren Kindern anlegen, wie weit es sein muss, dass es nachher auch hier passt, vom Körper her, nach unten zu häkeln. Ich habe gerade schon ausgerechnet, ich brauche 15 von diesen kleinen. Das heißt, ich lege das jetzt mal so zusammen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 und oben ist noch eine 15, das ist die hier. So, dann werde ich den Maschenmarkierer hier dran setzen und das macht ihr auf der anderen Seite genauso. So, und hier setzt ihr genauso den Maschenmarkierer bei der 15. mit an. Und dann fangen wir gleich im nächsten Video an, nach unten zu häkeln. So, dann wünsche ich euch viel Spaß erstmal mit den Maschenmarkierer. Bis gleich. So, die Maschenmarkierer habe ich jetzt hier alle beide dran gesetzt und somit werden wir jetzt nach unten häkeln. Dazu müssen wir jetzt erstmal Luftmaschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann lasst ihr eins aus, ein Stäbchen hier. Und häkelt hier hinten rein. Vielleicht ist es besser, wenn ich es euch gleich so erkläre. Ihr dreht das hier um, lasst eins frei und häkelt hier rein. Und häkelt eine Kettmasche. So, und dann wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen. Eine freilassen, hier reinstechen, dadurch.
umdrehen und eine Kettmasche häkeln. Ich hoffe, man kann es erkennen. 1, 2, 3, 4, 5. Diese freilassen und hier in den übernächste rein die Nadel durchstechen, umdrehen und eine Kettmasche häkeln. Ich häkle es jetzt noch einmal und versuche es mal von der anderen Seite nur zu zeigen. 5 Luftmaschen. Ist immer nicht so einfach. So, dann lasst ihr diese frei, stecht hier rein und nehmt den Faden durch und zieht eine Kettmasche durch. Diese Luftmaschenkette häkelt ihr jetzt bis zum Ende wieder rum. Bis klar. Die Luftmaschenkette häkeln wir die ganze Runde rum. Jetzt kommt es aber mit diesem Maschenmarkierer von den Armen hier. Da habe ich jetzt hier eine frei. Das heißt, hier steche ich jetzt rein, wo die 15er ist. Und steche hier auf der anderen Seite durch. Müsst ihr aufpassen mit dem Maschenmarkierer, dass ihr da nicht dran rumfummelt. Ich mache ihn mal ab, dann könnt ihr das besser sehen. So, könnt ihr auch alle vorher abmachen, ist auch egal. So, dann habt ihr ja diese zwei zusammen. Zählt lieber nochmal nach, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, dann nehmt ihr den Faden, steckt den hier vorne rein, stecht den hier hinten durch alle beide dann. Geht hier hinten durch zu der nächsten und zieht einmal mit einer Kettmasche zusammen. Seht ihr das? Ich mach's nochmal. So, wir haben jetzt das offene Teil. Da steche ich einmal jetzt hier vorne rein, gleich ins nächste. Gehe zu den 15er rüber, steche dann hier durch, habe die komplett zusammen, die Ärmchen, und häkle es mit einer Kettmasche zusammen und häkle weiter wieder 5 Luftmaschen, eine freilassen, dadurch und eine Kettmasche. So, und dann habt ihr diesen Arm schon mal zu. Seht ihr das? So, und das macht ihr auf der anderen Seite genauso und ich melde mich in der nächsten Runde bei euch wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich musste jetzt einmal kurz den Platz wechseln, deswegen haben wir einen weißen Hintergrund. Ich bin jetzt hier hinten am Ende angekommen. Hier seht ihr die andere Luftmaschenkette. Da stechen wir jetzt einfach, kann man sehen, einfach hier rein. Vor diese Luftmaschenkette und häkeln eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir 5 Luftmaschen wieder. Na, komm her. Nehmen den Faden und häkeln ein Stäbchen hier vorne mit rein. Und jetzt 2 Luftmaschen, Faden nehmen und hier hinten ein Stäbchen häkeln. Und wieder 2 Luftmaschen, Faden nehmen und in das nächste ein Stäbchen häkeln. So, und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde rum. Bis gleich. 5 Luftmaschen und häkelt ein Stäbchen jetzt hier rein. Dann 2 Luftmaschen, Faden nehmen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, Faden nehmen und genau da in das gleiche nochmal ein Stäbchen. Seht ihr das? So, und dann wieder. 2 Luftmaschen, Faden nehmen und in die nächste Luftmaschenkette einstechen. Ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche und nochmal genau da rein ein Stäbchen. So, das häkelt ihr jetzt die ganze Runde rum. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Dann habt ihr wieder dieses V. Und in der nächsten Runde melde ich mich bei euch. Bis gleich. Wir haben jetzt das Ende erreicht. Stechen jetzt einfach hier vorne, wo wir die Luftmaschenkette mit 5 haben, einfach da durch, rein und häkelt eine Kettmasche. Dann häkelt ihr 1, 2,
3 Luftmaschen, nehmt den Faden und häkelt ein halbes Stäbchen in dieses V eigentlich rein, das ist ja das Anfang. Dann nehmt ihr den Faden und stecht zwischen diesen Vs 2 halbe Stäbchen. Einmal Faden nehmen und noch einmal Faden nehmen. Jetzt kommt wieder unser V, seht ihr das? Da häkeln wir ein halbes Stäbchen rein. Jetzt kommt wieder zwischen diesen Vs, da, wo die 2 Luftmaschen davor gehäkelt haben, und wieder ein halbes Stäbchen. Das heißt, ihr häkelt immer zwischen den Vs 2 halbe Stäbchen und in das V ein halbes Stäbchen. Und das macht ihr jetzt die ganze Runde rum. So, dann wünsche ich euch viel Spaß, bis gleich. Auch diese Runde haben wir geschafft. Wir stechen jetzt einfach hier vorne am Ende, also vom Anfang hier rein in das Loch und häkeln eine Kettmasche. Dann häkelt ihr 1, 2, 3 Luftmaschen, nehmt den Faden, stecht die Nadel hinten rein und wir häkeln alles Reliefstäbchen von hinten. 1, 2, also jedes halbe Stäbchen, was ihr hier habt, was ihr vorhin gehäkelt habt, davor häkelt ihr jetzt ein Reliefstäbchen. Und wieder Faden nehmen, Stäbchen, Reliefstäbchen. Einmal durch, zweimal durch. Und noch einmal Faden nehmen. Dann habt ihr hier die 2. Aber da trefft ihr ja immer die Mitte. Ein Reliefstäbchen. Und wieder Faden nehmen, Reliefstäbchen. Das häkelt ihr jetzt die ganze Runde durch. So, bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich muss noch ein Stöppel häkeln. Ein Stäbchen. Dann steche ich hier vorne einfach in diese Luftmaschenkette vorne rein und häkle eine Kettmasche. Jetzt häkle ich 1, 2, 3 Luftmaschen. Und wende die Arbeit. Also, wir hatten gerade so gehäkelt und ich drehe es andersrum. Hallo, mein Glitzervater. So. Und jetzt häkelt ihr immer Stäbchen in diese Löcher. Und das macht ihr die ganze Runde durch. Aber wir häkeln 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Entschuldigung. Muss ich jetzt selber erstmal schauen. Und jetzt häkeln wir immer in die Löcher die ganze Runde durch. Und nachher wenden wir auch wieder. Ich zeige euch das nochmal beim zweiten Mal. Und dann ist in jeder Reihe eine Wendung. Wenn ihr am Ende angekommen seid, wieder wenden. Und weiter die Stäbchen ins Löchlein häkeln. So. So, jetzt häkelt ihr die ganze Zeit die Stäbchen rum und immer in dieses Loch hier rein, Faden nehmen und dann hier rein. Man sieht's, da in dieses hier ist das Stäbchen, da oben ist die, da stecht ihr rein. Und das häkelt ihr jetzt, wie gesagt, die ganze Runde. Bis gleich. So, auch diese Runde haben wir erreicht. Stechen jetzt hier oben wieder rein in die Masche, sucht euch und häkelt eine Kettmasche. So, dann wieder 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und wir wenden wieder unsere Arbeit, nehmen den Faden und machen jetzt dasselbe wie die Reihe zuvor, immer ein Stäbchen ins Löchlein. So, und das häkelt ihr jetzt so lang, wie ihr das gebrauchen könnt. Ich werde mich melden, wie lange es für die Romy ist. Und das müsst ihr dann selbst abmessen und abschätzen können dann, bevor nachher das letzte Muster erfolgt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich mit dem untersten Bund hier anfange, mit diesem hier. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir haben jetzt soweit das erreicht, zumindest für die Romy reicht dieses Teil für meine Tochter.
Ihr werdet es noch sehen, wenn sie das dann angezogen hat. Das sollte eben halt bis zum Schenkel gehen. Und jetzt werden wir hier unten noch die kleine Randbotte zusammen häkeln. Dazu braucht man ja wie immer eine Nadel. Wo hat sie sich jetzt versteckt? Ups, jetzt ist das hier wie immer rausgegangen. Dann machen wir das noch einmal neu. Die letzte Runde haben wir damit erreicht. So, mit einer Kettmasche schließen. Jetzt häkelt ihr 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Nehmt den Faden einmal rum und häkelt ein Stäbchen. Und wie ich gerade sehe, reichen jetzt auch 3, Entschuldigung. Wir häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Stecht jetzt hier unten unter diesem Löchlein mit ein und häkelt ein. Stäbchen, eine Luftmasche, nehmt den Faden und stecht nochmal 2 Stäbchen ein. Ich denke mir mal, ihr kennt ja dieses Muster schon in- und auswendig und somit ist es, glaube ich, auch einfach. Ich zeige es euch nochmal hier einmal. An meinem. Das ist genauso, wie wir vorhin das hier oben gehäkelt haben. Wir häkeln jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Ein Stäbchen. Wir machen jetzt das gleiche Muster wie ganz oben. Ein Stäbchen. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, dann kam 3 Luftmaschen. Jetzt zählen wir bis 4. 1, 2, 3 und stecken jetzt in das vierte unser erstes Stäbchen. Dann noch ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, Faden nehmen und ein Stäbchen und noch eins. Wir haben oben, haben wir doppelte Stäbchen genommen. Ich nehme jetzt für unten, nehme ich kleine Stäbchen. So, wieder 3 Luftmaschen. Bis 14, 1, 2, 3 und im vierten häkeln wir unsere 4 Stäbchen rein. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde rum. Da melde ich mich in der zweiten Runde wieder und dann habt ihr ja dasselbe wie zum Anfang dieses Muster. Also ich wünsche euch viel Spaß, bis gleich. So, jetzt kommen wir langsam zum Endspurt. Wir haben jetzt die letzte Runde, also die Runde erreicht. Ich steche jetzt hier oben wieder wie vorn, ganz oben, steche jetzt hier in dieses Herz rein und häkle eine Kettmasche. Dann 1, 2, 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, jetzt kam wieder 2 Luftmaschen. Hier in der Mitte eine feste Masche, 2 Luftmaschen und jetzt wieder 2 Stäbchen. Und das häkeln wir jetzt wieder die ganze Runde rum. 2 Luftmaschen in der Mitte. 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen.
Und jetzt zwischen den Herzen dort rein. Eine feste Masche, zwei Luftmaschen und so weiter. Das häkelt jetzt die ganze Zeit wieder durch. Im Endeffekt häkelt ihr dasselbe Muster, nur hier oben haben wir Doppelstäbchen gehäkelt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde jetzt vielleicht noch so ein Stück häkeln. 2, 4, 6. Und ihr müsst das eben halb selber anlegen, wie lang es sein muss. Also, bis gleich dann, ihr Lieben. So, ihr Lieben, wir haben jetzt das Ende auch erreicht. Ich bin jetzt hier mit dem Endstück zufrieden. Ihr könnt es ja, wie gesagt, länger häkeln. Ich werde euch gleich zum Anfang nochmal erklären, wie viele Maschen ihr dann wirklich aufnehmen müsst. Ich werde jetzt für Romy hier oben einen Rand noch machen, weil diese 140 Maschen wohl doch ein bisschen zu groß ist für eine 3-4-Jährige. So, dann werden wir uns im nächsten Video wiedersehen, wenn ich diesen Rand noch fertig häkle. Bis gleich. Wie versprochen, wir häkeln jetzt hier oben den Rand. Ich muss leider ein paar Maschen abnehmen, aber dann wisst ihr auch gleich, wenn es bei euch wenigstens ein bisschen zu groß ist, könnt ihr es dann genauso machen. Ich stecke jetzt einfach, wenn ich es mal schaffe, einmal den Faden hier durch und häkle eine Luftmasche. Nehme den Faden jetzt auch gleich mit rein und verarbeite ihn und häkle jetzt erstmal überall feste Maschen drumherum. Das heißt, ich steche in jedes Stäbchen einmal eine feste Masche. Fange, wie gesagt, von hinten an, hier hinten, und kämpfe mich dann bis zum Ende durch. Hier sind die Stäbchen, da steche ich rein. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung auch, um einen Rand zu häkeln. Und wir wollen es ja nicht so schwer machen. Und somit denke ich mir mal, ist das Kleid für euch auch einfach zu häkeln. Wie gesagt, ihr häkelt jetzt alles feste Maschen und in der zweiten Runde nehme ich dann einmal ab. Denn wenn ich jetzt abnehme, dann sieht man das unten an den Stäbchen, wie das abgenommen wurde. In der zweiten Runde fällt das dann gar nicht mehr auf. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich, ihr Lieben. Wir haben jetzt das Ende erreicht, stechen hier vorne die erste Masche ein und häkeln eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche und häkeln wieder die zweite Reihe mit festen Maschen. Ich häkle jetzt 4 feste Maschen hintereinander und dann nehme ich eine auf der Nadel lassen, zweite auf der Nadel lassen und einmal durchziehen. Jetzt zähle ich wieder bis 4. 1, 2, 3, 4. Die fünfte lasse ich auf der Nadel und auf der Nadel und einmal ganz durchziehen. Und jetzt wieder. 1, 2, 3, 4 und die fünfte lasse ich auf der Nadel, die sechste und ziehe einmal durch. So, das häkle ich jetzt die ganze Runde durch und dann werde ich nachher noch so Mäuschenzähnchen machen. Oder Romy lässt das vielleicht so, aber wir schauen gleich nochmal nach. Bis gleich. Ciao. Lieben, jetzt haben wir das Ende erreicht. Wir stechen jetzt hier vorne die erste Masche wieder ein und häkeln eine Kettmasche, eine Luftmasche und häkeln jetzt noch eine feste und noch eine feste Masche. Dann haben wir 2 feste Maschen gehäkelt, dann 1, 2, 3 Luftmaschen und steche jetzt genau da wieder rein und häkle eine Kettmasche. Dann haben wir so einen kleinen Bogen. Sieht man den? So. Also, 2 feste Maschen
Eins, zwei, drei Luftmaschen. Und genau darunter stecht ihr ein und häkelt eine Kettmasche. Einstechen, Kettmasche häkeln. Und wieder in die nächste Masche. Eine feste in die übernächste. Noch eine feste und dann wieder. Eins, zwei, drei. Und ich steche genau da wieder rein und häkelt eine Kettmasche. Super. So. Immer festhalten, ihr müsst das festhalten, sonst rutscht euch das genauso aus der Hand. Und dann habt ihr hier oben so einen kleinen Röschenkranz. Man kann ihn so nennen. Ich weiß auch nicht, wie man sowas nennt. Deswegen, da gibt es Profis, die das wissen. Ich häkle einfach drauf los. Also zwei feste Maschen, drei Luftmaschen, unten rein eine Kettmasche. So. Und dann haben wir dann so einen Rand. Seht ihr das? So, und ich denke mir, das sieht sehr schön aus. Und das häkeln wir jetzt die ganze Runde rum. Und dann haben wir das gleich geschafft. Ich wünsche euch noch was. Bis gleich. So, der Rand ist auch geschafft. Und ich finde das sogar mit Rand viel schöner. Also super, dass es ein bisschen zu groß war für die Romy. Ich denke, ich konnte euch helfen mit dem Abnehmen dann auch. Also man kann es passend sofort machen. Wenn es hier oben zu groß sein sollte, kann man es mit diesem Rand auch passend machen. So, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Das ist eben halt eine kleinere Größe. Für 4 Jahre, 5 Jahre, 2 bis 3 und S bis L ist euch ja überlassen, was ihr häkeln möchtet. So, ich habe jetzt einfach die Kamera mal in der Hand behalten. Ich finde das Kleid sehr schön und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder, wo ich dann diese Mütze häkle. Bis dann, ciao!